eine Minute länger und der Mob wäre an Bord gewesen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Der Vizekanzler befand sich in Lebensgefahr. Das zumindest will die Presse suggerieren, die das Vorfeld der Grünen ist, Vorfeldorganisationen genauso wie die EKD und andere. Es wäre allerdings mal an der Presse hier aufzuklären, was wirklich, wirklich passiert ist, aber daran haben die gar kein Interesse, denn jeder vierte Deutsche ist gesichert rechtsextrem und auch Antisemit. Und diese ganze Mär vom Mob muss aufrechterhalten werden.